Taylor, was hast du getan? Er ist tot. Er ist einfach... Schlapper ausgezogen. Tot. Ich weiß. So Schrot wird es halt nicht ohne. Fresse. Bring einfach die Leiche nach hinten. Versuch zu schlafen. Okay, Liebling? Ich bin nicht müde. Das Kind. Sie hat alles gesehen. Therapie wäre die für das Kind gar nicht mehr finden. Dale. Die Sache mit Joyce. Ich weiß. Was für eine Schweinerei. Ich kann nicht mal... Sie ist 6, Vince. 6. Gott. Was soll ich Ash sagen? Ja, das ist ein fast mehr wert, der Schosken, als sie alt ist. Oh, mein Pager vibriert wieder. Hast du mein Buch schon gefunden? Okay. Werde ich oder haben wir es schon gesehen? Was machen wir? Compies don't. Okay. Jessie hat es schon gesehen. Was meint der Rest? Okay. Ja, Piri, zu spät. Wie gesagt, nicht hier. Hör zu. Dein Dad hat einen CT-Scan bekommen. Das wird wieder. Aber ich brauche das Buch jetzt. No. Du warst da draußen. So ein toll. Du wusstest, was passieren würde, oder? Erst letzte Minute. Das wusste ich nicht. Eure Entscheidung. Okay, erst letzte Minute. Rina hat VIP-Status. Erst als ich den Scharfschützen sah. Wenn du was gesehen hast, hättest du ihn warnen sollen. So wie du Joyce gewarnt hast. Wenigstens wusste Dale, worauf er sich einlässt. Wenn noch eine Kugel auf uns zukommt, machst du das Maul auf. Sonst bist du dran. Oh, das war knapp. Ich hatte die Kontrolle nicht in der Hand. Fast die Kontrolle verlor. Ziel nicht mit dem Ding auf mich. Ma'am, das ist eine laufende Operation. Was, Piri, ja? Sheriff? Soll ich sie festnehmen? Sharon? Sharon, du kannst nicht einfach... Was zum Teufel machst du hier? Es ist Ma. Jetzt gibt's Anschiss. Auntie, bitte. Meine Jungs sind da drin. Sie würden mich nicht ausrauben, ohne dass du es weißt. Außerdem ist es eine ziemlich chaotische Nacht. Trotzdem, wenn sie raus sollen, lässt du mich rein. Achtung, bereithalten. Es gibt ein Problem. Der wahre VIP bin ich. Sheriff? Ja, klassisch, schallig. Sheriff, lass mich das nicht bereuen. Verdammte Scheiße. Macht auch, bevor er seine Meinung ändert, okay? Doch. Was machst du hier? Jetzt hält's aus, die... Hey, Mama. Sei nicht so hart zum Pierre. Hi, Schatz. Ich kann nur gut leider. Wo ist Dale? Oh Gott, nein. Ma, tut mir leid. Du solltest doch auf ihn aufpassen. Jetzt ist er angepisst. Denk dran, wenn Deutschlandweit berühmt bist. Ich habe so zerstört. Was? Carriot. Ja, verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Sharon, es tut mir leid. Wie ist das passiert? Romero lockte uns raus wegen des Helikopters. Er hatte Scharfschützen. Was? Er hat ihn rausgelockt wie... ein Tier?
Hast du was zu sagen? Nein. Spuck's aus. Du denkst, mein Dale hat's verdient, oder? Geschrieben von Silvio. Okay, ist immer eiskalt. Sansora, dass ihr Sohn den Tod verdient hat. Okay. Okay, das ist eindeutig. Gehen wir auf Ja. Aber interessant, wie viele verschiedene Leute die gleiche Meinung haben. Das ist echt cool. Nachdem, was er getan hat? Ja, denke ich. Die Eier behalten. Ja, wobei es beim Catnip echt schwer ist, Vince, weil er extrem hin und her schwankt. Das ist dein Familienvater. Ob er die richtige Entscheidung trifft oder nicht. Hat direkt Probleme gemacht. Greift nach den Waffen. Er betrügt sich mehr, da bin ich ja selbst. Und er hat Dale sterben lassen. Familienvater, ja? Verstehe. Ja, du hältst Vater, meine Jungs für Monster, aber wir haben so viel verloren. Und jetzt Dale. Ich verliere niemanden mehr. Also hilf du meiner Familie und ich helfe deiner. Abgemacht? Wow, jetzt machen wir Deal mit dem Teufel. Okay. Sagen wir das mal Pager Han oder du machst Verheimlicher? Jizzy, du hast dich verschrieben. Jetzt hängt alles von dir ab. Okay. Wir verheimlichen. Dir. Ich bin mal gespannt, wer später den sogenannten Selbstmord begeht. Tyler, wir müssen uns unterhalten. Dieser Idiot Dante glaubt, ich helfe ihm. Jay, Liebling, keine Sorge. Wir holen euch da raus. Also was zur Hölle ist hier los? Ich habe den Danger gesehen. Ich mach hier seinen Job. Wo kommt der her? Aber er steigt sicher schnell dahinter. Oh Gott. Nichts ist gut gegangen, Mark. Ist das eine gute Gar Idee? Nichts. Ich habe dir am Telefon gesagt, wir wollten uns hier verstecken, bis Romero die Punkte hat. Doch jetzt ist jeder Bulle der Stadt hinter uns her. Das geringere Übel. Ich improvisiere hier. Dante hat mit dir über einen Helikopter gesprochen. Mit fast dann, dass er hier voll am Improvisieren ist. Ich habe einen verlangt, um uns rauszubringen. Nach Mexiko. Weil dem Sheriff brauchen wir nicht zu vertrauen. Dann sehen wir weiter. Tja, Rino, wie ich leider immer stimmt. Ein Helikopter? Glaubst du, er hat einen? Er improvisiert auf jeden Fall, weil seine Entscheidungen schwanken so hin und ich her. Ich bin hier gerade am Improvisieren. Also, wenn du eine bessere Idee hast... Klappe halten und nichts tun. Hätte ich für eine ganz gute Idee. Ich habe mein ganzes Leben schon die Klappe gehalten. Warum hat das für gute Idee? Das hat es nämlich arg gemacht, wie es eine Betrüger hat. Daddy? Hey, Spatz. Sina, ach so, gell? Versuch zu schlafen. Daddy, du siehst ängstlich aus. Echt? So fühle ich mich gar nicht. Und wie fühlst du dich? Tja. Egal, was man hier auswähle, mir lühe unser Kind erneut an. Dieses Daddy kam sehr seltsam rüber. Okay, du musst ja wenigstens mit der Lüge füttern, wo es sich noch relativ gut annähert. Und auch ernst ist, auf eine gewisse Art. Eher wie das Gegenteil. Ich fühle mich sicher bei dir. Okay, dann beschütze ich dich weiter. Dante, hier Sharon. Ach, verdammt nochmal, hör jetzt zu. Vergiss den Hubschrauber. Wir wollen einen Schulbus. Groß genug für uns und die Geiseln. Mhm. Sie kam auch mit? So sind wir sicherer. Ja, das habe ich gesagt. Warum bist du auch so gutgläubig? Stopp. Pass auf. Wenn das bis zum Morgen dauert, kommt die Bundespolizei. Vielleicht das FBI. Und wir beide wissen ganz genau, dass du die wirklich nicht... Damit kann ich leben. Ruf an, wenn alles da ist. Jetzt müssen wir es bestimmt klauen oder nicht klauen. Was willst du? Das ist die Frage. Soll Technik Eierbeweise oder nicht? Ich dachte, du willst dabei Wache halten. Oder so.
Ja, was soll noch zuerst. Hashtag Eier. Also, Jay, wofür steht das überhaupt? John? Jeremy? Für nichts. Das ist mein Name. Na los, ich warte hier. Dein Buch. Kann ich es sehen? Das hier? Warum? Von Dante erzählen oder locker verhalten? Beweise mal die Eier, indem ich von Dante erzähle. Okay, eindeutig. Wir sind locker mit lockerer Eier. Ich liebe Vögel. Vor allem die tropischen. Weißt du, wie den Schwirrflügler. Es gibt gar keinen Schwirrflügler. Ah, hier, ich zeig ihn dir. Es ist irgendeine Art Versteck. Wo hast du das her? Es gehörte dem Sheriff. Ich dachte... Irgendwas war da drin. Vielleicht hast du es verloren. Ich weiß nicht. Er hat es verloren. Es vielleicht hat im Truck? Ich muss es Tyler sagen. Nein, warte. Mach Tyler das ist doch sein Bruder, oder? Warum nicht? Es wird ihm egal sein. Er wird dir die Schuld geben. Ich glaube eher, dass es ihm egal ist, oder? Chat, was meine ihr? Ist ihm egal oder gibt ihm die Schuld? Komm, Jesse, noch ein paar Sekunden, Hasche. Er wird dir die Schuld geben. Du hast gesehen, wie sauer der Sheriff ist. Was, wenn es um dieses Buch geht? Ich bin nicht schuld. Tyler und Ma haben das alles geplant. Behalten wir das für uns. Wir gehen zum Truck, finden, was da drin war, und niemand erfährt was. Bitte. Wenn wir rausgehen und du irgendwas versuchst... Werde ich nicht. Ich schwör's. Wir gehen zum Truck und sind gleich wieder da. Na schön. Danke. Du tust das Richtige, Jay. Auch für deine Familie. Eine Woche zuvor, Two Rock County. Oh, jetzt sind wir bei Hermann Wetter hämmert. Kaninchen gefangen. Ja, toll. Hab mal versprochen, wir machen das Dach, sonst übersteht es keinen Sturm mehr. Hier. Mach dich nützlich. Wir haben die meisten ersetzt. Du musst mir neue zuschneiden. Das kommt wieder so Quicktime-Event. Also, du schaffst das? Hab ich schon mal gemacht. Ah. Kiefer. Leicht zu sägen und leicht zu vermassen. Also pass auf. Mach ich. So. Fast verkackt doch. Machen. So, was machen wir aus dem Holz? Nur mal Hartholz oder Weichholz? Was für Antwort wollt ihr?
Komm, Pierre, noch eine Antwort. Hartholz. So, mein Stern, ich bin ja mal schlafen. Wir können morgen zählen, wenn du Bock hast, ansonsten sag Bescheid und streamen, dann bin ich wieder safe mit dabei. Alles klar. Du schließt dich ins Bett und Irina bleibt hier. Latte hast du gesagt? Genau. Hey, Tyler! Er sagt, er hat eine Latte. Vielleicht brauchst du eine kalte Dusche. Ich möchte nicht. Ah, schau ihn dir an. Eieiei, ei, ei. Darf der Pierre da kuscheln, ne? So, ach, schau ihn dir an. Lachend abtun, abtun, auf einem Streich spielen, sie beleidigen. Ich würde sagen, spielen einen Streich, oder? Was meine ich, ja. He's stoned, bin ich noch am Start. Fast vergessen. Hab was für dich. Ja? Oh, hätte ich wissen müssen. Ich hab ihm das beigebracht. Hey, wollen wir uns zudröhnen? Nee, muss noch was ausladen. So, da wir irgendwie verantwortungslos sind, den muss ich auf jeden Fall versuchen. Diese komischen Schwebedinger, wenn ihr in den Himmel guckt? Du meinst so kleine Punkte und krumme Linien? Ich weiß ja, was sie da schnüffeln. Ja, ich sehe sie. Manchmal, wenn ich die Vögel beobachte. Bist du und gibst schon auf, ist er erst kurz vor zwei, da geht noch was. Komm schon. Na, sieh mal an. Hoffe ich. Bleib wach für die falsche Entscheidung, was du treffe. Alles klar, mach's gut, ne? Bis die Tage. Ciao. Ah, fuck. Die Party ist vorbei. Hey, Jungs. Guck mal, das hast du jetzt schon abgesagt. Da kannst du die vier Stunden noch durchmachen. Wenn ihr hier wie ein paar Mädchen rumkichert. Siehst du doch. Weil früher in der Tankstelle schönes Rot Bull, gut die 500 Milliliter Dose. Was hast du gemacht? Wir sahen nichts. Das war Jay. Ehre, wem Ehre gebührt. Nun, du bist zwar nicht das hellste Licht im Hafen, aber du bist besser als deine Brüder. Und schneller auch noch. Hättest du uns geholfen, wären wir auch früher fertig. Ich hatte in der Stadt zu tun. Und wie viel hast du diesmal verloren? Komm schon, Jay. Bist nicht zu alt für Prügel, Tyler. Verpiss dich und lass ihn in Ruhe. Tu dir einen Gefallen, Junge, und halt dich raus. Immer wenn mein Papi seine Uhr abnahm, war es Zeit für eine unvergessliche Trachtprügel. Ich habe eine Lektion erteilt. Halt das. Thank you.
alles in der Welt streitet ihr euch diesmal? Nichts. Ich beglückwünsche die Jungs nur zu der guten Arbeit. Hab dich nicht zurückkommen hören. Wieso? Wolltest du den roten Teppich ausrollen? Damit du darauf herumtrampeln kannst? Deinen Scheiß aufzuräumen ist das Letzte, was ich brauche. Wie siehst du bisher aus? Also, will mir jetzt mal jemand verraten, was hier eigentlich los ist? Jay? Ja, wir wechseln das Thema. Wir hallen uns so schön raus. Ich hab Kaninchen gefangen. Danke dir. Du denkst immer an uns. Gut ausgewischt. Super gemacht. Du musst nicht für deinen Vater lügen. Ich hab nicht genug für 5 gekocht. Willst du was essen? Mach's dir selber. Nein, danke. Hab keinen Hunger mehr. Jay, bring diese Hasen rein. Ich häute sie später. Wir kommen gleich nach. Ich mach uns kalte Getränke. Wer sind Sie? Hallo, Junge. Ich vertrete einige Geschäftspartner deines Vaters. Das sieht aus wie von der Mafia. Das ist gut. Das ist ein ordentlich geführter Haushalt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Sir? Deine Einstellung gefällt mir. Du kannst mir tatsächlich helfen. Lass mich raten. Für Dale bist du zu jung und Tyler ist größer, habe ich gehört. Also musst du wohl Jay sein. Ich überbringe eine Forderung. Was? Ist dein Vater da? Ich kenne sie nicht. Oder Samasan, er war gerade hier. Man scheint ja ihr Arschloch zu sein, ne? Ja, machen wir es so. Er war gerade hier. Er war hier. Sie sind zu spät. Ach, Mist. Wie schade. Mein Auftraggeber ist ziemlich beharrlich. Ich soll eine Anzahlung einfordern. Darf ich? Hat ausgesehen wie Zigarre, wo er sich hier anzünden will. Sag mal, ja, du solltest gehen. Nein, bitte, es wird Zeit, dass Sie gehen. Weißt du, du bist frech und meine Streichhölzer sind aus. Naja. Assi. Hör zu, Kleiner. Ich bin kein Freund von Gewalt. Aber mein Auftraggeber,
Wenn dein Paar seine Spielschulden nicht bezahlt, mit Zinsen, wird das sein geringstes Problem sein. Nett, ein Kind zu drohen. Ah, das ist ein paar Problems. Wir haben kein Geld. Was für Probleme. Das wäre eher mal interessant, was Daddy für Probleme hat. Wovon genau sprechen wir hier? Lass es mich so sagen. Die Männer, die nach mir kommen, statt Zigarren, bringen sie Waffen mit. Interessant, aus der Schweiz. Die Uhr, ein Sammlerstück, glaube ich. Deine? Nein, sie ist nicht viel wert. Vielleicht können wir ein Abkommen schließen. Wenn du mir die Uhr gibst, rede ich mit meinem Auftraggeber und erkläre die Umstände. Sieh es als Zeichen des Wohlwollens. Haben wir eine Abmachung? Auf gewisse Art und Weise ist es immer noch unser Daddy. Und er wäre auf jeden Fall angepisst, wenn wir die Uhr hergeben. Also wäre ich dafür, dass wir sie behalten. Jo. Den Teufel werde ich tun. Hauen Sie ab. Wie dein Vater. Spielt immer die falsche Hand. Loslassen! Halt still, du kleiner Penner! Oh, ha! Und die Bienen. Jawohl. Hey, meine gottverdammte Uhr! Hey! Meinen Leuten doch gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Los ab! Geh in das Loch zurück, aus dem du gekrochen bist. Du hast dein eigenes Grab geschaufelt, Holt. Auch das deiner Familie. Du hörst von uns. Wenn ich dich oder deine Lackaffenfreunde nochmal hier sehe, verbrenne ich euch bei lebendigem Leib. Wollte sie nehmen. Nein. Du solltest auf sie aufpassen. Hast du auch. Sie gehört dir. Mir? Ah, erfordert perfekt. Mumm, diesem Lackaffen die Stirn zu bieten. Bin stolz auf dich. Danke. Wer war das? Die Zeugen Jehovas. Noch mehr von deinem Problem. Jay, was war los? Um Himmels Willen, Jay. Ich habe ein Recht zu wissen, was in meinem Haus abgeht. Schwierig, ob man da jetzt nichts sagen oder ob man sagen. Ich würde sagen, mehr. Samens. Im Endeffekt kriegt es wahrscheinlich eh raus. Von daher kann man es gleich sagen. Er wollte Geld. Jay. Für Spielschulden. Er sagte, wir kriegen Probleme, wenn wir nicht zahlen. Herr Gott nochmal, Bear. Wie viel? Ich kümmere mich drum. Wie? Indem du wegläufst? Bear, ich rede mit dir. Ich sagte, es ist nicht dein Problem. Aber ich muss es wieder gerade biegen, wie immer. Wenn du uns immer nur Ärger einbrockst, warum kommst du dann überhaupt nach Hause? Nee, so kommt so scheinbar dazu, dass selbst die alles haben, über Fallen und Ausrufe. Lass uns weg. Schon gut, Ma. Aber warum denn? Schon gut. Sheriff? Das ist jetzt Dream-Metal. Fantasiere ich oder kommen ständig neue Wagen? Nein, er fährt sie nur herum. Hat er wahrscheinlich bei Cops gesehen. Oder er ist dir drei Schritte voraus. Er hat in der Schule Schach gespielt.
Bereit? Ja. Ich sollte das nicht machen. Da sind wir schon zwei. Wo steht dein Truck? In einem Schuppen. Hinten. So, ich würde aber sagen, weitermachen wir morgen oder spätestens am Dienstag. Auf jeden Fall schön, dass alle da waren. Ich guck mal noch, wenn ich euch raiden kann. Und euch alle noch einen schönen Abend. Ciao.